moin, ich bin's Bötchen. Ich bin hier heute am Angelpark Dörnterklippen. Ich werde euch heute ein bisschen was über das Kunstköderfischen am Forellensee erzählen und erklären. Ich versuche, den einen oder anderen Fisch ranzubekommen, unter anderem halt mit unseren neuen Spoons, mit den orangen Spoonhaken. Ansonsten, überwiegender Teil, werde ich trotz schwierigen Bedingungen, heute ist Frost, ein bisschen versuchen, an Gummi die eine oder andere Forelle zu bekommen. Sieht man auch schön, dass die Brute das abfedert hier. Ja. Zack, raus ist es. Geiler Fisch. Ja, zur Führung. Wie gehe ich ran und wie führe ich denn so einen Gummifisch hier mal? Um euch das mal so ein bisschen zu zeigen, wer der extrem traut. Wichtig ist, wenn ihr mit Geflecht angelt, ich habe hier eine 0,071er von MB Fishing drauf. Typischen Trautwurm. Der wird halt durchgesteckt und man sollte immer darauf achten, dass man den Haken nicht zu tief durchsteckt, dass man hinten den Spiel wegnimmt, sondern der sollte immer so sein, dass hinten der Köder im Wasser noch genug Spiel macht. Dann ganz wichtig, vorne, man sieht das an Knoten, ein Rundsnap, das verleitet den Köder gleichzeitig ein bisschen mehr Spiel im Wasser und gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Bewegung. Bei dieser Angelmethode, gerade bei Extremtraut, sind extremst gute Würfe möglich. Reinwerfen, Stückchen absacken lassen und immer so ein bisschen anzupfen und ganz langsam weiterkurbeln, wirklich im Zeitlupentempo weiterkurbeln. Ab und zu ein bisschen hüpfen, dass der Köder unter Wasser die extremst mögliche Bewegung macht. Und dann hoffen, dass was beißt. Geiler Fisch, geiler Einschlag. Ja, aufs Spoon. Man sieht auf die neuen orangenen Haken von uns. Wenn ihr solche Fische habt, die zum Springen neigen, die Rute runterhalten, nicht die Schnur zu weit aus dem Wasser halten, sondern so, dass die Schnur praktisch nicht zu weit aus dem Wasser guckt, sonst schütteln die sich los. Ja. Ein bisschen das, ne? So, und eingetütet. Ja, geiler Fisch. Ja, jetzt, wie ihr seht, unsere neuen Spoons mit orangenen Haken. Beim Spoonangeln wird ein bisschen schneller geführt wie beim klassischen Gummifischangeln. Heißt, ich kurbel durch, warte dann, wenn ein Biss kommt, dass die Rute praktisch ein bisschen auf Spannung geht und setze dann erst einen leichten Anhieb. Merke ich einen Einschlag, schlage an, ist der Fisch meistens weg. Sondern das beim Spoonangeln ist es so, dass die Fische ein bisschen in den Haken und in die Rute laufen müssen. Und da ist es halt extrem wichtig, dass man dann eine Rute hat, die das mitmacht, die das abfedert und wenn die in die Parabolik kommt, das Ganze auch verarbeitet. So, ich will euch unsere beiden Rutenmodelle nochmal vorstellen im Detail. Das hier ist jetzt die Extremtraut mit einem Wurfgewicht von 0,2 bis 5 Gramm. In der halt, ich nenne es einfach mal Gummifisch, leichtere Spoon-Variante. Die gibt es in drei Längen. Extrem geeignet, vor allen Dingen für die Gummifischangelei. Und wir haben ein etwas längeres Griffteil. Hat den Hintergrund, wir waren zwischenzeitlich schon kürzer gegangen. Aber, ich erkläre das nochmal, wenn ihr Lachse angelt, müsst ihr notgedrungen ein bisschen Reserve nach hinten in den Arm raus haben. Nicht, dass ihr alles durchs Handgelenk machen müsst. Das ist die leichte Variante. Hier mit einem Prototypen einer mega guten Rolle. Mit unserer Schnur mit 0,071er Durchmesser. Den hat die auch. Vorgeschaltet. In dem Fall eine 0,18er
Fluorcarbon, 0,2er Kopf mit einem Proudworm von Probet. Dann kommen wir zu der Spoonrute, das ist noch der Prototyp. Hat ein reelles Wurfgewicht von 0,5, ich würde es angeben, bis 7 bis 8 Gramm. Hat ein wesentlich härteres Rückgrat. Alle Routen von uns haben eine Spitzenaktion und gehen nachher in die Semiparabolik bis hin zu einem wirklich harten Rückgrat, dass man auch gerade beim Spoonangeln den sehr großen Fischen viel entgegenzubieten hat. Auch hier längeres Griffteil, wo man hier vernünftig anliegt. Man sieht noch im Aufkleber, es ist ein Prototyp. Und das werden die Routen sein, die ihr bekommt. Die Extremtraut in dieser leichteren Variante gibt es schon im Shop. Kann ich einfach nur empfehlen. Ist ein echt super tolles Stöckchen geworden. Vor allem die Bisserkennung auf Entfernung ist richtig, richtig gut. Fische, Sprünge, es wird alles abgefedert. Also die macht schon richtig Laune. Ihr werdet das sehen, wenn ihr sie mal in der Hand nehmt. Auf den Messen, die Leute waren alle nur begeistert. Guckt euch das Ganze an. Ja, ich bin ganz happy, dass wir sie endlich haben. Ihr habt das vielleicht schon bei Facebook und Co. gesehen. Unsere neuen Spoonhaken, 4, 6 und 8er, die sind extremst scharf, also wirklich extremst scharf. Ihr werdet sie an der Rute niemals aufbiegen können, also es sei denn, ihr angelt mit 27er Geflecht, aber das wird am Forellen sich keiner machen. Die Haken, ich kann sie nur empfehlen, sind hammerscharf. Ich habe sie hier mal an einem unserer Masu Spoons. Und dieser Haken an für sich, man kann das ja mal zeigen hier, versuchen aufzubiegen. Boah, ich hau ihn mir eher im Finger, als wenn ich hier irgendwas aufbiege. Also wirklich extrem gut und ein Riesenöhr, damit der Haken ein passendes Spiel hat im Wasser und nicht, wie man das kennt, mal anliegt, sondern dieser Haken ist so, dass dadurch Fehlbisse wirklich minimiert werden. Klasse Leistung, Preis-Leistung angucken, holen, glücklich sein. Hat das mit dem Lachs hier auch noch geklappt? Jetzt seht ihr auch, warum so eine Route so eine Parabolik haben sollte. Ja, und eingestiegen. Ja, war ein richtig schöner Tag hier in der Anlage Dörnter Klippen. Fahrt mal hin. Ich durfte gerade noch einen schönen Lachs bzw. eine große Bachforelle oder Seeforelle fangen. Genial. Gebissen auf Gummi. Rute in Aktion. Also heute war eigentlich gar nicht so ein schlechter Tag. Ich bin zufrieden. Schaut mal wieder rein. Wir sehen uns.